Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mickey Mouse. Mickey Mouse am NES. Cover schaut schon mal ziemlich nice aus. Mal schauen, ob das Spiel auch so gut ist. Aber bevor es losgeht, schauen wir uns noch den Werbetrailer von damals an. Mickey Mouse, 不思議の国の大冒険. ミッキーがミニーがおなじみのキャラクターと繰り広げるビッグアドベンチャーこの春一番ディズニー体験ミッキーマウス不思議の国の大冒険3月6日新発売 by Addison. Das war die Werbung von damals. Jetzt kommt das Spiel von damals. Hüpfen wir rein.Hier geht's zum Funhouse. Na, dann ist ja gut. Mal schauen, wie viel Fun es gibt im Funhouse. Hoffentlich ziemlich viel. Ah, ich brauche einen Schlüssel, wird mir hier gesagt. Die Schlangen sind wahrscheinlich nicht meine Freunde. Okay, ich darf nicht berühren. Ich kann auch nicht auf sie raufhüpfen oder so. Ich habe gedacht, das geht vielleicht. Okay, ich darf sie nicht berühren. Da ist ein Sessel und der Sessel, alles ist tödlich und ich laufe einfach überall hinein. Was ist das für ein Block da unten am Boden? Oh, der killt mich auch weg. Es killt mich einfach alles weg. Okay, kommen wir darüber. Wo ist der Schlüssel, der Verdammte? Was macht der Vogel? Der kackt auf mich runter, der Vogel. Wäh, ekelhaftes Tier. Ah, Katze. Brezelt mich weg. Wie, da komme ich nicht weiter. Hä? Und ich kann einfach nichts machen. Start ist Pause. Ich kann nicht schießen, oder? So irgendwas. Nein. Ich kann nicht schießen. Ich kann nur ausweichen und ich komme hier nicht weiter. Fenster bringt es irgendwie auch nicht so. Nach unten. Kann ich auch nicht hüpfen? Habe ich wohl irgendwas übersehen? Muss ich einen Raum weiter runter irgendwie? Geht das vielleicht irgendwie? Gut. Aha, jetzt bin ich automatisch, starte ich in einem Raum weiter unten. Haben wir den Schlüssel gemopst. Und jetzt hüpft er auf und ab. Und ich gehe im richtigen Moment durch. Und dass die Mini da gekillt wird von dem, ist egal. Die hat keinen Collider. Die Mini, die braucht keinen Collider. Kollisionsabfrage wird sowieso überbewertet. Eigentlich nicht, Leute. Eigentlich nicht. Ah, weggebrezelt. Okay, was machen die blöden Spinnen? Irgendwie nervt das alles. Ah, ist nicht so mein Spiel, Leute. Kann ich jetzt schon sagen, ist nicht so mein Spiel. Der Kronleuchter, da schaut verdächtig aus. Was? Ich habe ihn eh so vorsichtig gewesen. Kann denn wissen, dass man da instant gekillt wird? Okay. Schnell durchlaufen hätte es wohl auch nicht gebraucht. Oder? Da hüpfe ich drüber lässig. Ist eigentlich ein bisschen unnötig, dass man zu zweit ist. Oder? Kann man da irgendwie wechseln mit Select auf Mini? Nö. Das wäre doch mal was. Man könnte mit Select auf die Minimaus wechseln. Nein, die Minimaus geht immer nur den Mickey Maus nach. Jetzt kann ich schießen plötzlich. Okay, jetzt kann ich plötzlich schießen. Das ist natürlich lästig, aber ich habe mir doch einen Schlüssel vorhin geholt. Okay. Wer schießen kann, ist gleich ein Vorteil. Okay, da war ich schon drinnen. Komm her. Komm sterben. Komm her, komm sterben. So. Ah, den habe ich übersehen da, den Jungen da. Ja, mit Schießen macht das schon mehr Sinn. Das
Was ist da eigentlich los? Da ist doch irgendjemand da hinten. Kann ich da irgendwas machen? Ah, da gibt's einen Kuchen. Ah, das kann ich runterschießen. Da gibt's auch Sachen zum Einsammeln. Ich bin glücklich. Und ich habe so das Gefühl, der skillt mich wieder, wenn ich da durchgehe. Nein, nicht normal. Okay, das habe ich mir schon gemobst. Ah, jetzt muss ich den da oben killen, dann komme ich da durch wahrscheinlich. Jetzt kann ich ja metzeln mit Sternen. Ja, ich glaube, wenn man reinkommt, ist es dann gar nicht mal so übel. Wollen wir uns noch Fettkuchen? Oder? Stirb doch, Katze! Stirb! Okay, jetzt kann ich da durchgehen. Fett Leben verloren, richtig viel Leben verloren. Wie kann ich nicht abschießen? Wieso kann ich nicht abschießen? Das ist... Wieso? Ich kann doch immer alles abschießen bis jetzt und das kann ich nicht abschießen. Idiotisch. Jetzt mich gleich unten gespawnt. Ist interessant, die haben wohl nur pro Raum einen Respawn-Punkt gesetzt. Und deswegen ist es manchmal unlogisch, wo man dann weitergeht. Okay. Ist, wie es ist. Jetzt muss ich mal warten, bis diese blöden Besen weg sind. Gibt es da drüben vielleicht noch irgendwas? Wieso kann ich die Spinne nicht... Die Spinne ist unbesiegbar, wenn sie oben ist, okay? So, Vogel weggebrezelt. Gibt es noch irgendwas zum Einsammeln? Nix. Aber eigentlich muss ich dann... Nein, da gehe ich da unten drüben weiter. Ich glaube, das ist irgendwie aussichtsreicher für mich. Das ist hier weggebrezelt. Aha, okay. Irgendwie ist die Steuerung ganz seltsam. Egal. Buster, kann ich den abschießen? Muss ich nicht. Okay, das Level Design ist jetzt nicht die groß. Hä? Jetzt habe ich den doch wegbrezeln können. Wie habe ich denn das gemacht? Muss ich den am Stamm treffen oder irgendwo besonders? Da oben gibt es wieder was. Schauen wir mal, gibt es irgendeinen. Schieß zweimal Abstand. Okay, es ist immer irgendeine Frequenz. Okay, jetzt will ich nicht ausweichen. Naja, war nicht so. War okay. Okay, jetzt habe ich den magischen Schlüssel. Jetzt muss ich alles wieder zurückrennen. Bitte nicht. Mal schauen. Ja, aber ich sag mal, war damals sicher ein ganz, ganz nettes Spiel. War sicher okay. Für einen Lizenztitel, ja. Funktioniert in jeglicher Hinsicht. Es sind ein paar Sachen fragwürdig, warum die Minimaus da immer hinten nachrennt. Ich meine, vielleicht kriegt die später im Spiel noch irgendeine gescheitere Aufgabe, als nur der Mickey Mouse nachrennen und dabei unverletzbar zu sein. Ah. Geh weg, Schlange. Geh weg. Ich mag keine Schlangen. Ah, schnell weg hier. Kack, der Vogel. Ist noch irgendwas zum Holen? Nix. Ah, da ist jetzt noch was. Komm schon, stirb. Was gibt's da Schönes? Ah, Doppelschuss.
Oh. Ein Doppelschuss ist natürlich doppelt gut. Torte holen. Keine Torte ausgelassen hier. Ja, so ist, gibt es jetzt natürlich, geht dann natürlich schon mehr weiter. Okay. Schnell flüchten hier. Funktioniert hier offensichtlich nicht mit dem Besen abschießen gescheit. Man kann sie wohl irgendwie abschießen, aber. Ja, irgendwie geht's. Ja, irgendwie geht's. Man muss irgendwie komisch treffen. Wow. So. Den Kackvogel auch weggebrezelt. Ah. Unnötigen Treffer eingesteckt. Die Musik ist so super happy, Baby. Wow. Naja. Musik könnte schon besser sein. Ah, passend. Ja, sie können natürlich viel schlechter sein. Ich habe vorhin diese Autorennen gespielt. Und das war richtig übel. In letzter Zeit nehme ich ja selten mehrere Let's Plays hintereinander auf. Aber heute mache ich das ausnahmsweise mal wieder. Nach so einem schlechten Game. Diese Formel 1 Simulator. Furchtbar. Da ist dieses Spiel eine wahre Wohltat. Ja, das könnte die Wertung sein für dieses Spiel. Im Gegensatz zu schlechten Spielen, eine richtig wahre Wohltat. Ah, hier ist ein Exit. Hier, Neo, gib mir einen Exit. Danke sehr. Danke. To the Ocean. Sehr gut. Jetzt geht's zum Ozean. Spiel geht noch. Ich bin schon über 10 Minuten, aber das Level schaue ich mir noch an. Ist ein nettes Spiel. Also, weiß ich nicht. Vielleicht Mickey Mouse Fans finden es wahrscheinlich noch netter. Aber da haben sie den Vogel schon wieder gesehen. Der hat doch schon wieder gekackt. Der hat doch richtige Kackhaufen. Der macht doch richtige Kackhaufen, dieser Vogel. Ich fasse es nicht. Der kackt wirklich. Wow, die Welle hat mich jetzt überrascht. Wow, Welle. Okay, ich glaube, ich bin Game Over. Nein, ein Leben habe ich noch. Das nutze ich. Ich nutze mein letztes Leben noch. Ah. Vogel hat mich weggebrezelt. Welle hat mich weggebrezelt. Irgendwas hat mich weggebrezelt. Ich habe es nicht mal richtig gesehen. Gut. Ah, einen habe ich noch. Den nutze ich natürlich. Ihr seht mir, es macht schon ein bisschen Spaß, aber. Aufpassen. Wieso jetzt? Was war jetzt schon wieder? Hä? Naja. Ja. Okay, es ist so richtig gut ist es nicht, aber so richtig schlecht ist es auch nicht. Kann man schon spielen. Mickey Mouse spielen Probe, alle anderen lassen es liegen. Das ist die offizielle Wertung. Ja, wenn ihr Spaß hattet mit mir und der guten alten Mickey Mouse, dann gebt mir einen Daumen hoch und lasst vielleicht auch ein Abo da. Wenn ihr mehr NES-Spiele sehen wollt, ich habe schon über 360 NES-Games gezockt. Da ist sicher auch was für euch dabei. Ich sage Tschüss, Papa, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.